Und wir bleiben im MMA. Und zwar zwei Jungs im Bantamgewicht. 19 und 16 Jahre alt. Kampfzeit 2x3 Minuten. In der blauen Ecke, er kommt aus dem MMA Fuchsbau, ist 19 Jahre alt, ist 58 Kilogramm gewogen worden. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Lukas Sundi. Ihm gegenüber aus dem Combat Place Westerwald. Er ist 16 Jahre alt, ist mit 55 Kilogramm eingewogen worden, hat hier sein Debüt bei der letzten GMC Olympics gegeben. Wir begrüßen Demir Ölmez. Beide sind in der Gewichtsklasse 55, hier 58 Kilo. 2x3 Minuten, weil Jugend, Schienbeinschoner. Und schauen wir mal, ich denke, die zwei wollen sich hier schon recht früh beweisen. Lukas und Demir. Lukas hat ein bisschen Reichweitenvorteile. Hat am Boden aber nichts zu bedeuten. Shakens. Ja, Demir startet hier mit den ersten vorsichtigen Treffern. Vielleicht mal so ein leichtes Rantasten. Einzelaktion von beiden Jungs. Oh, sehr selbstbewusst. Also für jemanden, der 16 Jahre jung ist. Sehr gut, ja. Eigentlich auch kleiner. Sehr gut gemacht. Schön. Sehr gut von Demir. Guck dir das an. Und? Ja, geht zum Rücken. Mach die Hooks rein. Komm, Demir. Halt fest. Lass ihn nicht gehen. Oh, das wäre jetzt sehr stark gewesen, wenn jetzt er das geht durchgezogen jetzt Triangle. Ja, er verliert sie. Zieh zu. Komm, Demir. Komm. Weiter. Weiter. Dreht ein, bringt das Knie rein. Die Frage nicht ist, wie loslassen, eng ist die nicht loslassen. Der Rap ist ganz nah. Jawohl, dran. Das war's. Ende des Kampfes. Starke Vorstellung, sehr, sehr stark. Aus Niederlagen wachsen wir und wir sind dafür da, um die Kämpfer zu schützen. Alle 4 Wochen soll er wiederkommen und nochmal neu kämpfen. Es war ziemlich eng. Ein Riesenapplaus aber auch für die rote Ecke, damit der Sieger Demir Ölmez. You can try, but I won't stop. Won't stop. Lions, tigers, bears are my king of the jungle. I stand for the pride. Beat on my chest, that's the rhythm inside. I got so much heart on.